zitten. De straat is best weer mijn gebied. Het komt de schuren uit. Zie wel ziek, ik lanceriert. Maar het niet geanimeerd. Door schuren tot veel zo spreekt. Op de dans, de zon is in. Eure Flieger sind gut drauf, durch die Wiese Diskothek. Am Heubel bringt die Hände an sich. Geht ab, wie es heißt, Touristen kommen massenweiß. Alle klatschen kräftig mit, wenn das wird, wird schön ergehen. Das Schick ist mein Echo, und das Schick ist sehr bequem. Und der Typ neben mir ist mein Manager hier. Das Schick ist mein Echo, und das Schick ist sehr bequem. Ich geh bei Christian Dick, alle klatschen mit mir mit. Zu viel versprochen, noch einen riesen Applaus, und zwar einen schwingenden Applaus, heißt es bei uns für die Essay-Kompanie. Das heißt, Sie müssen sitzen bleiben, applaudieren und dann schon langsam aufstehen und weiter applaudieren. Das heißt, fliegender Applaus, ganz neu, führen wir heute ein. Also probieren wir es mal für die Musik aus Österreich, Essay-Kompanie. Applaus fliegend, schön langsam aufstehen dabei und weiter klatschen. Neu. So schaut es aus. Herzlichen Dank. Also ich habe nicht zu viel gesprochen. Dankeschön, meine Herren. Ich habe jetzt Pause. Sie werden um 4:30 nochmal kommen und dann den Abschluss für den heutigen Nachmittag machen. Vor allen Dingen, Sie spielen noch heute Abend ab 18 Uhr weiter mit einem riesen Showprogramm, mit einem riesen Abendprogramm. Und am besten, Sie bleiben gleich hier. Eine 7-Mann-Showband jetzt als Solist aufzutreten, ist gar nicht einfach. Aber sie schafft es, denn sie hat ja bereits vor einem Millionenpublikum moderiert. Sie ist selber Fernsehmoderatorin, Jungfernsehmoderatorin, sie ist Sängerin und sie ist erst gestern in Plauen zum Beispiel in der DDR aufgetreten. Und sie hat natürlich Auftritte in ganz Deutschland und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute Nachmittag bei uns ist. Ihr Name habt ihr öfter schon gehört, auch in den letzten Wochen im Radio, bei uns im Radio ist sie oft gespielt worden. Katrin Raab, bitte auf die Bühne, einen riesen Applaus, 18 Jahre jung. 18 Jahre jung, Katrin ist natürlich jetzt noch dieser Riesenband, für den nicht einfach, aber ich glaube, das Publikum wird dich unterstützen. Liebe Gäste, wenn ich jetzt den Flyer hier durchlese, wo sie überall schon aufgetreten ist, Herbstfeste Volksmusik, ARD, auch im Südparade, MDR, Venusgrün, Musikantenschenke, dann Klostertal, mit den Klostertalern ist sie live auf der Bühne gestanden mit dem Kaiser Schwarz und so weiter. Also die Liste ist nicht vollständig. Ich könnte eine halbe Stunde lang moderieren, wo sie überall erschienen ist, aber ich glaube, das interessiert sich alle. Sie möchten die Dame oder die junge Dame jetzt ganz persönlich singen hören. Und der erste Titel, der ist genau für dieses Alter richtig und ich glaube, den können wir auch weitergeben an alle. Ich pfeife auf Liebeskummer. Katrin, du hast recht. Es gibt so viele hübsche Männer und bei den Männern ist es auch umgekehrt, es gibt so viele hübsche Frauen. Also wenn wirklich einige Probleme machen sollte, in diesem Alter mit 18, nehmen wir den nächsten. Es sind auch gute Musiker da. Zwei sind noch nicht verheiratet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte ihn unbedingt an den Mann bringen, aber man weiß es ja nicht. Ne? Hof kommt übrigens aus Bayern, am nördlichsten Zipfel Bayerns, und sie sprechen ja fast schon mit den Preußen da oben. Ne? Aber wir verstehen uns natürlich perfekt. Katrin Raab, einen riesen Applaus und eine halbe Stunde tolle Musik. Liebeskummer,
Tja, liebe Gäste, bei dieser Gelegenheit darf ich natürlich auch besondere Freunde und besondere Gönner von unserer volkstümlichen Stadtrade begrüßen, und zwar die Chefin von unserer Radio, Margret Reichleder, mit ihrem Bruder, die heute erschienen ist auf meine Einladung. Liebe Margret, herzlichen Dank. Ein Applaus natürlich auch für unser Radio, ist ja hier auch empfangbar auf der 107,9 und auf 98,7. Liebe Bayern, Nummer 1, das Radio Nummer 1. Und es wird ja immer wieder auch unterstützt von unserem Radio, die Nachwuchskünstler, zum Beispiel auch die nächsten zwei, jetzt steigern wir uns, jetzt nach der Karte, nach der Solistin kommen jetzt zwei junge Männer auf die Bühne. Darf ich jetzt gerne bitten, an Harald und an Andreas, einen riesen Applaus, Storberg Echo, genau. Sie können sich erinnern, letztes Jahr waren auch zwei junge Männer auf der Bühne, Florian und Florian, oder auch die jungen Schürzenjäger genannt, und die zwei haben wirklich nach unserem Auftritt hier in Adendorf doch ein bisschen Karriere gemacht. Man muss sagen, sie haben dann Stefan Raab überzeugt, dass er ihnen den Goldenen Raab überreicht. Sie sind beim Karl Moik aufgetreten im Musikantenstand, und es ist noch nicht Schluss, es gibt jede Menge neue Auftritte, und so wird es auch mit Sicherheit mit unseren beiden Musikern sein. Sie haben ja alles abgeräumt, was an Nachwuchswettbewerben zu gewinnen ist. Sie sind im Fernsehen aufgetreten bei der Achims Hitparade, und sie haben tolle Erfolge, Chance 2000 zum Beispiel, und eigentlich alles, was es gibt, habt ihr gewonnen. Zum Beispiel gestern dritten Preis in jedes Grüne Musikantenschenke im NDR Mitteldeutschen Rundfunk im Fernsehen übertragen worden. Das ist der dritte Preis der Harmonika-Hansl, ist es. Genau, das war der Harmonika-Hansl in Wernesgrün. Da haben wir von 20 Teilnehmern den dritten Platz erreicht. Und das war für uns das Größte, für den Harald und für mich. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Und zwar ist jetzt wieder ein Fernsehauftritt zu mir gekommen. Und zwar wäre das am 26. und 27. Oktober sind wir dabei in Wernesgrün. Und zwar bei der Wernesgrüner Musikantenschenke. Und dann im Dezember, weil wir ja bei Achims Hitparade den Musikantenprinzen gewonnen haben, sind wir jetzt im Dezember, müssen wir auf Suhl zu der nächsten Fernsehaufzeichnung. Ja, also ihr habt gehört, der Weg ist vorgezeichnet, und ich habe es ihr gerade erklärt, den beiden, sie sollen, wenn es geht, wenn sie sich kameradschaftlich gut verstehen, beieinander bleiben. Es gibt nämlich hervorragende Solisten auf diesen Instrument auf der steirischen. Es gibt aber wenige, die zusammen im Duo diese beiden Instrumente so toll beherrschen und vor allem auch, Sie werden sie jetzt hören, sehr gut zusammen singen können. Und das ist das Besondere an den Storberg Echo. Sie werden sie jetzt gleich hören, liebe Gäste, eine halbe Stunde lang nach dem Motto, bis auf der neuen CD, auf der CD oben ist, jung, fetzig und chorisch. Und ich bitte Sie, liebe Gäste, lassen Sie unsere jungen Künstler nicht im Stich, applaudieren Sie, was das Zeug hält, denn dann wird es erst richtig warm, sozusagen, und Sie haben ein gutes Gefühl, dass beim Publikum gut aufgehoben sind, und es soll auch das Ganze sein. Ich glaube, das haben wir jetzt überbrückt, richtig, sind wir startbereit, sozusagen. Wir haben bereit. Also, da machen wir noch einen Anfangsapplaus, Sie kennen einen fliegenden Applaus. Zuerst sitzen, applaudieren, dann schön langsam aufstehen. Und ja. Sie liegen jetzt los, das Storberg Echo, die nächste halbe Stunde. Ich hör nix, sagt's gut drauf. Ja. Jetzt warten wir's mit dem Bohrisch. Hop, 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 hop
Freunde, jetzt muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine ganz kleine Geschichte, was uns passiert ist in Harald und mir, wenn wir da zu euch aufgefahren haben, auf Adeldorf. Jetzt stehen wir im Bassard, haben wir Bassard gefahren. Jetzt steht eine hübsche Dame am Straßenrand, hat es uns aufgesagt. Wo fahrt ihr jetzt voll aus, Bumi? Hat er gesagt, auf Adeldorf, weil wir da spielen müssen. Ja, hat sie gesagt, ob sie mitfahren kann, weil sie müssen da laufen. Da habe ich gesagt, kannst du schon mitfahren, gell? Jetzt ist sie eingestiegen, jetzt haben wir gefahren, von gefahren. Schau ich zu ihr um, ich sage, ich sehe, Fräulein. Sie sind halt schon die zweite schwangere Frau, die wo mit uns mitfahren. Hat sie gesagt, ich bin ja nicht schwanger. Hat gesagt, wir haben ja noch nicht in Adeldorf, gell? Harald, ich lasse mich scheiden. Wieso lässt du dich scheiden? Die meine treibt sie mir in die Wirtshäuser mit um. Wieso sauft sie? Nein, mir sucht sie bei. So, bei uns geht's weiter mit einem Walzer. Und zwar am Morgen in den Bergen.
neues Motto. Das heißt Lotto, Lotto. Einmal so viel Geld. Was kostet diese Welt? Seid rein, heute ist dein Feiertag, den ich so gerne mag. Ich spiel dir das Musik, für uns das schönste Stück. Heute ist dein Feiertag, den ich so gerne mag. Er sollte nie vergehen, was ich jetzt ein gut verstehe. Ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik bringt uns durchs Leben. Ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik kann Freude geben. Ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik bringt gute Laune. Ja, die Musik, ja, die Musik, ja, die Musik ist unser Glück. Auf geht's! Hey, hey! Gold, Platin und Diamant, Stolberg, ich weiß, Bayernland, reisen um die ganze Welt, weil Musik uns so gefällt. Seid alle! Gold, Platin und Diamant, Stolberg, ich weiß, Bayernland, reisen um die ganze Welt, weil Musik uns so gefällt. So Freunde, auf geht's, macht das mit dem Jodelautomat. Hopp, 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 hopp. Hat schon gehört, hat schon gesehen, wie die Lotto schlag gestehen. Das Blut ist doch noch heiß und ist doch, was keiner weiß. Du, ich glaub, wir gehen da hin, kaufen uns auf dieses Ding. Denk nur früh, ist keiner an. Nein, es ist nur der letzte Schrei. So, auf geht's! Was man sieht, was das ist, das was keiner. Oh, was ich bin wieder, was von mir planen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernseher, mal ein zu meine Schau. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Wischmaschine zum Hasenbau. Sie haben hier Hops, spitz auf den Tisch, meine
pass auf, lass uns schauen. Die Nackerhaaren haben alles nimmt mehr an. Schau wie's funktioniert, schau wie's geht. Wie bin gespannt, was jetzt passiert. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernseher, weil ein zu weit ist. Schau, 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 es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Mischmaschine zum Preiselbau. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernseher, weil ein zu weit ist. Schau, 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 es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Mischmaschine. Es ist der Jodlautomat, die blaue Jacht. Jawohl! Immer noch schön, der Jodlautomat. So, Freunde, wie es ist, wie es ist, der Harald ein alter Hammer. Ja,
weil ich ein Mikrofon gebraucht habe. Okay? So, auf. Warte mal ganz kurz, Stefanie. Herzlichen Dank, liebe Heimatstimmen aus Kinderherz. Ich habe euch, wie das Publikum versprochen, einen besonderen Sound, einen besonderen Klang und natürlich auch besondere Stimmen. Und ich glaube, ihr habt es nicht enttäuscht, Mann, oder? Stimmt das? Ich sage, hervorragende Stimme, ihr habt auch das richtige Bildung jetzt benannt auch rüber gehabt. Es soll eigentlich so sein, dass eigentlich nicht alles gleich klingt, sondern jetzt, sondern wie anders klingen. Und ihr habt schon dieses gewisse Feeling, das eigentlich ich auch verspüre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich sehr gefreut. Anton war dabei, es war Hey Baby dabei, es waren die aktuellen Titel und auch einige Titel waren eine neue CD. Und die gibt es jetzt zu kaufen, liebe Gäste. Und Autogrammkarten gibt es und Flyers und alles Mögliche. Ich glaube, hier treffen wir uns auf der rechten Seite, hier gibt es alles, damit alles besser ist. Wolfgang, herzlichen Dank und wir hören uns wieder und wir sehen uns wieder. Dankeschön, jetzt gehen wir. Schönen Gruß an die Sitzern aus der Steiermark im Engstal aus Admont, genau haben gesagt. Jawohl, ich glaube, Steiermark ist ja bekannt, oder? Wer soll jetzt Engstal, wird ja auch bekannt sein. Das mein Kind, aber zum Heiraten tut mir leid, da habe ich meine Frau und bei der bleibe ich. So ist es. Aber sie ist auf der Suche und sie hat sich jetzt umgeschaut. Richtig ist nicht dabei. Jetzt wenn ich das so umschaue, ich hätte besseres, ja. Sie hat besseres, na ja. Also meine Herren, trösten Sie sich, Sie haben ja auch besseres dabei. Die bessere Hälfte ist dabei. Und aus diesem Grunde ist natürlich das sehr schön. Jetzt muss ich noch ganz kurz was durchgehen und zwar. Es ist ja heute Formel 1 gewesen, das haben wir heute gespürt im Bereich des Publikums. Gewonnen hat nicht der Schumacher, sondern gewonnen hat der Häkkinen. Auf Mercedes. Zweiter Schumacher. Michael Schumacher ist Zweiter und somit auch Punkteführer. Und naja gut, man kann nicht alles haben, wir haben ein nettes Publikum, aber leider sind einige auch zu Hause, haben die Formel 1 wahrscheinlich umsonst angeschaut. Und ich habe gesagt, Sie haben ein ganz, ganz neues Programm, jetzt in den nächsten 20 Minuten, das Sie uns vorstellen werden. Und da ist der erste Titel dabei, der heißt, ich hab dich ganz besonders lieb oder so ähnlich. Damit meinen Sie natürlich nicht mich, ist ganz klar, sondern wird vom Andi eine neue Freundin gemeint, die Verena. Der ist auch immer sagen, ist sie überhaupt dabei heute? Ah, grüß dich, servus, da unten sitzt sie, sie beobachten schon. Der Kollege, der hat noch keine Freundin. Ich habe gesagt, der wird sich um eine Schalung, weil was der andere klar kann, ich auch. Ne? Es war ein Jahr älter, aber was der andere weiß, wäre jetzt auch zwei Jahre. Ich werde in der nächsten Zeit natürlich beibringen. Wir gehen jetzt nach Schnorberg Echo. Wie gesagt, sie sind volkstümlich unterwegs mit den beiden Diakonischen. Man muss ganz ehrlich sagen, sie haben natürlich auch viel von ihrer Karriere, ihrem Lehrer, mit zu verdanken, Christian Vordermeier, muss man ganz ehrlich sagen, der von den Der Passauer Gruppe, wie heißt der hier? Also wir haben gelernt beim Herrn Vordermeier Christian aus Passau und der hat auch den Florian Silbereisen unterrichtet. Der war auch bei ihm beim Herrn Vordermeier und zu dem sind wir gekommen und haben auch unsere Karriere begonnen und dann haben wir beide angefangen zum Lehren bei dem und er ist ein super Musiklehrer und er ist leider heute nicht da und er ist auch nicht gekommen. Aber wir möchten uns ganz herzlich bedanken beim Herrn Vordermeier, dass er uns so zahlreich unterstützt hat. Also ein Dankeschön an Herrn Vordermeier. Sie haben es gehört, liebe Gäste, Sie haben Respekt, der wird noch mit Herrn Vordermeier bezeichnet. Also man sieht, der hat Zucht und Ordnung reingebracht. Übrigens, er hat einen riesen Denkmal an die Zirkmusikanten, die bayerischen Zirkmusikanten, so heißt es. Da sind auch die jungen Schützlinge, die letztes Jahr mit dabei waren, sind auch bei dieser Band und viele andere, die aus dieser Gruppe stammen, hat Karriere gemacht mit der Köstlichen Musik, vor allen Dingen hier. Auf geht's! Hopp, 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 hopp!
schon kehre ich zurück. Sieh mir nach den Augenblick, ich noch das Wiedersehen, es wird so wunderschön. Jetzt alle! Ich hab die Augen, sieh mich her, du bist bei uns, sieger still. Ach, das ist alles schick, wie von mir, es wird die Liebe dann zu dir sein. Ihr schaut auf Isa, der Geil, und setzt